Ja, wir sind jetzt gerade im Training vom RMSV Frischhof Düsseldorf beim Radball. Und im Hintergrund sieht man einfach Trainingsspiele, wie so ein Spiel abläuft. Radball ist quasi wie Fußball, nur dass man 2 gegen 2 spielt, auf dem Rad ist und man schießt mit dem Vorderrad. Ja, man braucht am Anfang schon 1-2 Jahre, bis man auf dem Rad so die grundlegenden Sachen kann. Dazu gehört zum Beispiel stehen zu bleiben auf dem Rad. Also die Füße müssen auf den Pedalen stehen, man darf nicht auf den Boden treten. Und das erfordert natürlich erstmal ein bisschen Training und das dauert in der Regel 1-2 Jahre, bis man den Ball so ein bisschen bewegen kann und sicher auf dem Rad sich bewegen kann. Die Räder kosten ca. 2000 Euro, das sind alles Spezialanfertigungen. Es gibt noch Carbonfelgen. Die werden jetzt oft benutzt, um noch präziser den Ball zu führen. Und ja, die Technik spielt natürlich immer eine kleine Rolle. Aber das Schwierigste ist, sich auf dem Rad vorzubewegen. Dazu kann man mit dem Rad springen, man kann vorwärts fahren, rückwärts fahren, man kann auf einem Rad fahren. Ja, das sind so die Schwierigkeiten beim Radball. Also man ist mit dem ganzen Körper im Einsatz, weil man das Rad bewegen muss und sich selber. Man spielt 2x7 Minuten volle Power und das macht sehr Spaß. Außerdem ist das eine sehr familiäre Sportart. Also wir kennen praktisch alle Vereine in NRW zumindest. Und das ist eine große Radballfamilie, sag ich mal. Das macht den Sport sehr besonders. Ja, also unser Ziel ist, denke ich mal, schon zweite Bundesliga irgendwann zu spielen. Aber es wird schwer, jetzt erstmal zusammenzuspielen und dann gucken, wie weit wir kommen.